So, da bin ich wieder. Okay, Bugatti, Quali. Ein Nachtrennen, okay. Hoffen wir mal, das kommt gut. So, auch hier wird das Ganze reifenweich. So, Quali. 15 Sekunden warten oder gar 20. Und dann dürfte es gehen. So, jetzt sind 17, 18, 19, 20, los! Zeit liegen lassen hier. Denke, eine gute Runde sollte hätten. Oh, das sollte eigentlich bestens immer gleich die erste sein. Aber es ist bei mir eigentlich meistens nicht die erste. Vielleicht erst die zweite oder die dritte. Aber dann habe ich meistens Verkehr. Momentan habe ich noch keinen Verkehr, also sieht das noch gut aus. Da kann man also wirklich noch was machen. Mit dem letzten Teil eher weniger. Daher hat es gegen Ende auch nicht für eine bessere Zeit gereicht. Ja, verpasst. Verpasst, das wäre jetzt eine gute Runde eigentlich geworden. Weil ich habe im ersten Sektor schon ziemlich wenig Zeit liegen lassen. Na egal, mal schauen, wie weit es für mich nach vorne bringt. Platz 1 wäre natürlich genial, weil da könnte ich schon relativ schnell verteidigen. Es ist Platz 1. Super. Jöst, BMW, BMW, JP Giese, Courage, JP Giese, Jöst, Courage, Lafilière, Philipp Gasch, Lafilière, Krämer, Pilot, Philipp Gasch, Pilot, Krämer. Okay. Dann das letzte Prototypenrennen. Wieder bei sonnigem Wetter. Okay. Dann muss ich wieder diese Einstoppstrategie auspacken. Ein bisschen Sprit dazu. Dann am Ende packen.
Okay. Reifen hart, Steuerung langsam, Aero hoch. Los geht's. Nummer 1 BMW ist diesmal vorne. Nicht die 2. Einmal Spur wechseln ist erlaubt. Das habe ich auch gemacht. Also nichts Verbotenes. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Jetzt muss ich einfach versuchen, vorne zu bleiben. Weil ich habe jetzt einfach härtere Reifen drauf, das heißt nicht so viel Haftung wie die Gegner hinter mir. Je länger ich sie eigentlich aufhalten kann, desto besser. Das ist gar nicht gut, er ist einen Platz zurückgefallen. Er ist von der Piste abgekommen. Ich habe schon vieles verpackt. Darf ich einfach den Anschluss nicht verlieren. Nun ja, das ist klar. Mit den harten Reifen, die sind schon spürbar langsamer als die weichen. Vor allem bei diesen Kurven. Position habe ich mir einmal wieder zurückgeholt, indem ich beim Überrunden halt nicht so viel Zeit verloren habe. Das muss ich jetzt halt wieder warten. Und wenn der einen halben Kilometer Vorsprung macht, ist egal. Der Vorsprung von ihm bleibt zumindest immer gleich. Boah, das war jetzt knapp. Der Kerl hat sich schon damit gerundet. Ja, der ist am Überrunden und schießt einfach mal den einen ab. Was für eine Leistung! Er ist in Führung gegangen! Da habe ich jetzt nichts damit zu tun. Selber verwendet. Ich denke, er muss es so verteidigen. Knapp.
vorbei. Vorbei. So gleich die Hauptzeit des Dins hinter mir. Und die sieht gut aus. Die Rundzeit war nur minimal langsamer als meine Bestzeit auf diesem Kurs. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Okay, der rammt mich von links, ich habe rechts Schaden. Ja. Macht Sinn, ne? Danke. Windschatten. Hat wohl nur relativ wenig genutzt. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Das hat noch weniger genutzt. Kommt bei endlich los. Morgen sollte ich früh aufstehen, weil dann bin ich ja zum Amtssalon in Genf. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach dieser Aufnahme gleich mal schlafen gehen. Oh, das war böse. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Ja, entscheid dich. Ich habe gesagt, du sollst Platz machen. Danke, dass du dich auch mal dazu entschieden hast. Oh, ein böser Crash. Dreck. Was soll das denn geben? Ganz leichte Berührung, das ist so viel Schaden. Das war auch eine Rettung in letzter Sekunde. Eineinhalb Kilometer Vorsprung. Wow. Komm raus da.
Was soll das denn geben? Danke, Platz machen. Er ist von der Piste abgekommen. Das Spiel steht fast still. So, einfach diese Runde noch. Die 10. dann. Dann geht's in die Box. Das heißt, in dieser Runde die Box noch höher. Wow! Da war auch einige ausgeschieden. Noch die Schikane und dann den Boxenstopp und dann wäre es das. Abbieg. Er ist von der Piste abgekommen. Bisschen nachtanken. Reparieren. Fertig. Gleich mal auf die Bremse. Zurück im Rennen nach dem Boxenstopp. Ja, mal sehen, wie es ihm ergehen wird. Da kann ich auch nichts machen. Kommt schon mit Schaden aus der Box. So, gelb. Weiß glaubt warum. Weil einer steht. Er fährt einfach fantastisch. 2 Kilometer Vorsprung und auch sehr, sehr gut leben. So, nochmals gelb. Aus irgendeinem Grund. Weil da 2 stehen. Mehr oder weniger. Das war keine schlechte Runde. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dieser Wagen sieht wirklich aus, als hätte man ihn von Paris nach Dakar und zurückgejagt.
Ja, der BMW meint, du kannst dich jetzt zurückrunden. Wenn der wüsste. Der weiß es offenbar. Zwei Runden noch. Schikane. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Platz, danke schön. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Komm schon. Eine Runde muss ich noch durchhalten. Er ist von der Piste abgekommen. Also die Prügel, die der Wagen bezogen hat, sieht man ihm wirklich an. Oh. Er hat den Reifen zu viel abverlangt. Es kann nur noch Sekunden dauern, bis sie sich endgültig verabschieden. Ha, Weg. Vielleicht noch locker ins Ziel. Locker flockig. Er ist von der Piste abgekommen. So, Rennen beendet. Also die Prügel, die der Wagen bezogen hat, sieht man ihm wirklich an. Boah, bin ich müde. Also, Jöst, BMW, BMW, J. Giese, Jöst, Lafilière, Pilot, Philipp Gasch, J.P. Giese, Courage, Krämer, Courage, Pilot, Krämer, Philipp Gasch. Und ich habe die Meisterschaft gewonnen mit 100 Punkten vor dem BMW Motorsport mit der Nummer 2 mit 54 Punkten, dann BMW Motorsport mit der 1, 34 Punkte, das J.P. Giese Team mit der 6, 19 Punkte, ebenso wie Jöst Racing mit der 8, Lafilière mit der 19, 10 Punkte, sowie das J.P. Giese Team mit der Nummer 5. 6 Punkte für Courage Competition mit der 14 und 4 Punkte für die mit der Nummer 13. Lafilière 2 Punkte mit der 15. Pilot Racing mit der 11 hat 1 Punkt und Philipp Gasch Motorsport mit der 20 ebenfalls. Keiner der Krämer Racing hat gepunktet, einer der Pilot Racing nicht und Philipp Gasch Motorsport auch nicht. Ja, das kennen wir schon. Und noch nie mehr erhalten von Nissan Motorsports. Nissan Motorsports ist von ihrer jüngsten Fahrleistung sehr beeindruckt und bietet ihnen hiermit für die kommende Saison einen Vertrag für seinen GT1-Wagen an. Schauen wir ihn mal an. Geschwindigkeit top, Beschleunigung top, Bremsen top, Handling ebenfalls mehr oder weniger top. Sehr gut. Den muss ich nehmen. Ist der bereiten beste Wagen in dieser GT1-Klasse. Nissan Motorsports möchte Sie willkommen heißen. Sie sind hiermit als GT1-Fahrer im Team aufgenommen. Sehr gut.
und dann geht die Saison wieder von vorne los. Gut, ich gehe jetzt mal speichern. Dieses Profil hier, ABCDEFG. Und dann habe ich meisterschaftstechnisch wirklich nicht mehr so viel zu tun. Nur noch die GT1 Meisterschaft mit einem guten Wagen. Da muss ich nicht mal in jedem Rennen Erster werden. Reicht einfach, wenn ich gewinne. Und dann sieht es auch gut aus. Am besten wir schauen hier noch einen kurzen Fortschritt an. Okay, Pokal Amateur, noch nicht ganz alles gewonnen. Hier auch noch nicht so ganz. Amateurmeisterschaft habe ich alles gewonnen und bei der Pro-Meisterschaft fehlt noch die GT1-Klasse, danach noch überall Le Mans. Gut, also dann verabschiede ich mich, dann sieht sich beim nächsten Mal wieder, bis dann wünsche ich viel Spaß und tschüss, ne?